Leute, willkommen zurück zu meinem kleinen Let's Play und endlich kann ich es normal aufnehmen. Ich hab's endlich hingekriegt, dass es wieder normal läuft. Aber, weil ich weiß, dass diese Szene hier sehr lange dauert, dass hier ein Zweiteiler. Hm, Wortwitz. Moin, bist du taub? Hab gerade geduscht. Hast du was? Rein gar nichts. Sackgasse. Ich kann mit dem Lesezeichen aus dem Buch im Restaurant einfach nichts anfangen. Da steht eine Reihe von Zahlencodes drauf. Ist für mich nur ein Haufen Zahlen. Vielleicht fällt dir was ein. Pack es doch rüber. Bin eh noch nicht müde. Ist sicher eine spannende Bettlektüre. Hm, nicht klar. Okay, komm sofort. Ruf an, wenn dir eine Erleuchtung kommt. Ich bin auch noch beide hier. Heute Abend dürfte es spät werden. Okay, bis später, Tasche. Sie hat vielleicht was durch, dass dein Mädel dabei mitmacht. Und ich mach das. Tut mir leid für Leute, die Musik mögen. Ich mag sie nicht so. Und außerdem, boah. Wahrscheinlich hat man bis hierhin noch nie mal meine Stimme gehört. Boah, ey. Und ich habe herausgefunden, dass meistens, wenn es gepiepst hat, Musik dazwischen war. Das heißt, diese Musik hat mein Video geschortet. Also. Ich werde immer, wenn so Musik kommt, sie ausschalten, wenn es geht. Hey, das geht auch so gut. So. Ich weiß, was hier passiert. Später. Warte mal, ich kann hier rausgucken. Das habe ich bisher noch nie gemacht. So kalt war es seit Ewigkeiten nicht mehr. Ich hasse die Winter. Es ist leise und bewegungslos. Das Jahr ist tot. Hoffentlich dauert er nicht lang. Das war eine Anspielung. Auf was ist für die DDR ziemlich spät, am Ende des Spiels erfahren? Kaum ist weiter auf die Brücke. Totalverschwendung. Na, Power aus dem Kühlschrank hat. Energy Drinks. Aber kein Durst, was? Da bringe ich schon mal in die richtige Position. Normalerweise ließ ich Sam nicht gerne allein zu Hause, vor allem momentan. Aber dieses Lesezeichen wollte mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich hatte das Gefühl, den Schlüssel zum Lauter so gut wie in der Hand zu haben. Ich spürte, dass ich die Schwingung schon fast um seinen Hals gezogen hatte. Und ich würde nun nicht nach Hause gehen, bevor ich nicht wusste, um was es sich bei dem Zettel handelt. Wisst ihr, ich hab's noch nie geschafft. Ich hab eigentlich nie ausprobiert, was passiert, wenn man das Lesezeichen nicht hat. Ehrlich, ich hab's noch nie ausprobiert. Das will ich aber irgendwann auch mal ausprobieren. Irgendwann mal. So, zurück zu Carla. Auf Bahn gucken. Das Lesezeichen aus dem Buch. Buchstaben und Zahlen, was kann das sein? Für Gras? Eine Liste für Gras? Ist vielleicht Lukas vielleicht grasabhängig? Nein, das kommt noch, was ist das? Und guck mal nachher, guck mal ein bisschen Fernsehen. Aha. Nein, doch nur ein bisschen Fernsehen. Im Westen Afrikas sind wegen der Trockenheit fast 38 Millionen Leute von der Hungersnot bedroht. Aha. 30%. Wenn Sie zu Hause sitzen und niedergeschlagen sind, sich allein oder verloren fühlen, dann greifen Sie jetzt nach einem Blatt Papier und schreiben Ihren sehnlichsten Wunsch auf. So, Tyler. Jetzt zeigt Tyler mal, wie gut er das gespielt hat. Yo, Ella war so dick. Yeah, hab ich zwar schon mal gezeigt, aber ich kann's. Das ist so cool. Jetzt müssen wir aber hier warten, bis etwas passiert. Alles bestimmt völlig langweilig. Na, endlich. Ich werde dieses Video bestimmt in zwei Teile schneiden müssen. Wer könnte das sein in dieser Zeit? Ich erwarte niemanden. Ein ziemlich netter Kerl. Ich hatte Langeweile und dachte, du hast... Sorry, ich bin gleich wieder da. So, bin zurück. Kleine Schwester. Okay, willst du mit mir teilen? Wie auch diesen exzellenten Chablis. In meiner Funktion als nette Nachbarin schlage ich weder deine langweilige Einladung noch den exzellenten Wein ab. Ich nehme an, selbst eine eingefleischte Junggesellin wie du hat irgendwo ein paar Weingläser zur Hand. Mhm. Müsste ich wohl haben. Nur wo? Setz dich, Tommy. Ich such's. Na, wirklich. Ich wundere mich, was sie da sind. Das ist immerhin schon mein zweites Mal, dass ich das hier mache. Und falls ihr wundert, dass ich bei Digimon kein Gleitraum geschrieben habe. Ein Kerl aus meiner Klasse, der das Spiel auch mal gespielt hat. Niemand getroffen. Ein Freund von mir hat das Spiel auch schon mal gespielt durch. Der hat mir auch schon was davon erzählt. Und, auf was? Die Liebe, was sonst? Auf die Liebe. Auf die Liebe, die ich leider nicht besitze. Aber trotzdem. Tommy. Hast du einen Lover? Vor zwei Wochen habe ich jemanden getroffen. Er ist ein total netter Kerl. Arbeitet auch in einer Bank. Ich glaube,
glaube, diesmal könnte es was Ernstes sein. Carla. Und wie geht's dir? Viel zu tun, ne? In der Zeitung lese ich jeden Tag die Verbrechensrate nehme zu. Immerhin tust du was Nützliches. Von wegen. Weißt du, wenn man so eine Runde macht und Zehnjährige sieht, die von was weiß ich high sind und mit Pistolen hantieren, dann fühlt man sich nutzlos. Hm. Es treiben sich immer mehr Kinder auf den Straßen rum und wir haben einfach keine konkrete Antwort auf das Problem. Außer dem Gefängnis. Manchmal nimmt es mich total mit und zieht mich runter. Carla. Noch immer allein? Worauf wartet ein so hübsches Mädchen wie du? Such dir einen netten Freund. Eins ist in New York bestimmt nicht Mangelware. Attraktive Männer. Ich weiß nicht. Dennoch ist mir zurzeit irgendwie nicht. Meinen letzten Romanzenbaum stets. Ein Riesenreinfall. Ich habe momentan auf nichts und niemanden Lust. Genug geplaudert. Schau, was ich hab. Tarotkarten? Um meine Zukunft zu lesen. Willst du damit sagen, du kennst dich damit aus? Meine Oma hatte es im Blut. Sie lehrte mich das Kartenlesen, als ich noch klein war. Sie übertrug ihre Wahrsagefähigkeit auf mich. Es funktioniert. Was die Karten sagen, tritt immer ein. Mal sehen, ob du deine wahre Liebe triffst oder ob du als verschrumpelte alte Jungfrau endest. Okay, alter Zigeuner. Und was muss ich nun tun? Also, nimm die Karten und misch sie gut. Was da? Ich werde mein Experiment machen. Ich mache das jetzt dreimal. Und ich wette, es ist gescriptet, was man hier bekommt. Zwei Karten. Okay. Was machen wir denn noch? Das ist immer dasselbe. Pass auf. Dich erwartet eine dunkle Zeit, eine Flucht. Große Gefahr. Weg zwei dazu. Ich werde ihn noch hier nehmen. Und es wird ein Totenkopf sein. Nein, das kann also erst später. Er wird dir sagen, dass sie jemanden sucht, wahrscheinlich. Da ist jemand. Du folgst ihm und er macht dir Angst. Er verbirgt dein Geheimnis. Zieh nochmal zurück. Noch zwei Karten. Vielleicht wird dennoch was Schlimmes sein. Und ein Fluch. Großes Leid und Angst. Ich sehe dunklen Tod und Schmerz. Tja, komm ruhig rüber, wenn du Unterhaltung brauchst. Tut mir ehrlich leid, Carla. Das ist keineswegs so lustig geworden, wie ich dachte. Ist schon in Ordnung. Mal sehen, was ich noch an Schrecklichen erwarten darf. Hier noch zwei Karten. Das ist echt gescrupt, das ist unfair. Ich hätte mir keine Wahl. Wir können jetzt irgendwie keine nehmen. Es ist immer dieselbe. Ein Kind. Zwei Schicksale. Ein Weg zum Leben, der andere zum Tod. Carla, lass uns aufhören. Tut mir leid, das wollte ich nicht. Sowas habe ich doch nie aus den Karten gelesen. Normalerweise enthalten sie was ganz anderes. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Ist doch bloß ein Spiel. Ich glaube eh nicht an solchen Kram. Hat ja aber sehr nervös gemacht. Tja, ich gehe dann wieder. Es ist spät. Seit wann interessierst du dich für Geld? Wieso fragst du das? Auf dem Fax da stehen Börsennotierungen. Börsennotierungen? Ganz sicher? Und ob, die erkenne ich im Schlaf. Daraus besteht doch mein Job. Ein Bankpapier. Lässt sich feststellen, von welcher Bank das kommt? Mit einem Fax nicht, aber auf dem Originalpapier müsste ein Wasserzeichen drauf sein. Mit dem ID-Code der entsprechenden Bank. Du ahnst gar nicht, wie sehr du mir damit geholfen hast, Tommy. Schlaf gut. Gute Nacht, Carla. Wir kommen zur Stelle des geilen, der coolen Sachen immer näher. Jetzt ist es noch relativ nett. Später wird's awesome. Scheuer Kettel. Deiner Meinung? Moins. Das sind Börsennotierungen. Das Lesezeichen stammt aus einer Bank. Börsennotierungen? Wie kommst du darauf? Erzähl ich dir später. Das Papier des Lesezeichens hat sicher ein Wasserzeichen mit dem ID-Code einer Bank. Schau mal nach. Ist auf dem Papier ein Wasserzeichen drauf? Ich guck nach und ruf dich zurück. Der Part ist bald. Dauert jetzt nicht mehr lange. Das ist also fast geschafft. Ehrlich, ohne Zeitdruck ist das alles viel witziger. Müsst ihr selber mal spielen. Da müssen wir die Lampe anmachen. Sonst bringt's ein Wasserzeichen 7 im Unterricht. Fast geschafft. Nein, normalerweise macht das extrem Spaß hier eigentlich alles. Ich glaube, ich hab's. Teilen? Ich hab den Code. Es dürfte ein Kinderspiel sein, die entsprechende Bank zu finden. Diesmal haben wir ihn in der Hand. Ich glaube, ich starte der Bank mal einen Besuch an. Soll ich gehen? Nein. Nein, ich gehe lieber selbst, wenn du nichts dagegen hast. Ich möchte sehen, wie unser Mann aussieht. Wir treffen uns dann später auf der Wache und ziehen Bilanz. Bis morgen, Tyler. Okay, bis dann, Carla. Hier beende ich mal auf mein Video. Der Rest ist sowieso nicht so besonders.